Hallo und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um Terme und ich zeige euch, was die Plus- und Minusklammern sind und was man dabei beachten muss. Bei den Termen mit Klammern muss man ein paar Dinge wissen. Wir fangen erstmal ganz einfach an. A plus, Klammer auf, B plus, C, Klammer zu. So, ich habe eine Plusklammer. Das heißt, vor der Klammer ist ein Plus und dann brauche ich gar nicht mehr beachten. Das A bleibt sowieso, wie es ist. Das Plus übernehme ich und in der Klammer passiert auch nichts. Also darf ich die Klammer einfach weglassen. A plus B plus C. Die Klammer hat in diesem Fall überhaupt keine Bedeutung. Gucken wir uns da weiter an. A plus, Klammer auf, B minus C. Wir verändern nur dieses Vorzeichen. Ich habe immer noch eine Plusklammer, also verändert sich wieder nichts. Aufgelöst heißt das einfach nur A plus B minus C. Nichts Besonderes. Natürlich sind die Buchstaben nur Platzhalter. Man könnte jetzt auch beliebig Zahlen einsetzen. Das machen wir jetzt mal. 3 plus, Klammer auf, 4 plus 1, Klammer zu. Aufgelöst ist das nichts anderes als 3 plus 4 plus 1. Und das darf ich addieren. 3 plus 4 plus 1 sind 8. Noch ein Beispiel. 8 plus, Klammer auf, 3 minus 1, Klammer zu. Es ist eine Plusklammer. Ich löse auf. 8 plus 3 minus 1. 8 plus 3 sind 11, minus 1 sind 10. So viel zu den Klammern mit dem Vorzeichen Plus. Weiter geht's. Jetzt verändern wir ein Vorzeichen. A minus, Klammer auf, A plus C. Jetzt muss man wissen, ein Minus vor der Klammer verändert alle Vorzeichen in der Klammer. Sie werden nämlich umgedreht. Das A bleibt das A. Minus B, minus B. Und jetzt ist hier plus C und das wird durch das Minus umgedreht. Also minus C. Warum minus B? Weil hier zwar kein Plus steht, aber weil da eben gar nichts steht, könnten wir uns da ein Plus denken. Und aus Plus und Minus wird Minus. Ein zweites Beispiel. A minus, Klammer auf, B minus C, Klammer zu. A bleibt stehen, B minus, wie gerade eben, minus B. Und jetzt minus, minus C. Und Minus ergibt Plus oder andersrum. Ein Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen um. Und dann wird aus Minus Plus C. Das waren jetzt Platzhalter. Jetzt machen wir das Ganze noch mit Zahlen. 1 minus 1 plus 3. Das ist aufgelöst. 1, das bleibt stehen, minus 1 und jetzt dreht sich das Vorzeichen um, minus 3. Und 1 minus 1 löst sich auf, sind 0 minus 3, dann ist die Gesamtlösung minus 3. Jetzt das gleiche nochmal. 1 minus, Klammer auf, 1 und jetzt hier das Minus, minus 3, Klammer zu. Wir lösen es auf, 1 bleibt stehen, minus 1 bleibt auch stehen. Minus minus 3 wird plus, plus 3. 1 minus 1 sind 0, plus 3 sind 3. Dann ist die Lösung hier 3. Das war alles zu Minusklammern. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay?
Das war's.